Grüezi, Philosophe. Verstanden, richtig. Also jetzt ganz ausgeschaltet, Antwort. Verstanden, bitte. 33, Kurs 10, linke Kopf gerichtet, wieder aufgehängt, fahrt wieder am Strom, antworten. Verstanden, 33, fahrt wieder am Strom, danke, aber mit 34. Heute bin ich mit dem VBZ Troubleshooter unterwegs, oder besser gesagt mit dem Marc Häberli, einem erfahrenen Troubleshooter. Angefangen habe ich vor 12 Jahren in der Garage Aarnau als Buschauffeur. Dort habe ich meine Bus gefahren, etwa 5,5 Jahre in der Stadt und auch in der Region mit der Klasse. Nach 5,5 Jahren habe ich dann gewechselt ins Netz als Kundenberater, also die Kontrolle. Dort konnte ich dann eine Tramausbildung machen. Und bin dann nach ca. 3,5 Jahren Serviceleiter geworden. Und das ist auch eine Voraussetzung, die wir haben, dass wir Tram und Bus fahren können. Also wir müssen das auch fahren. Was braucht es alles, um deinen Job zu machen für einen Ausweis? Also wir haben hier mal den normalen Führerausweis, den ich brauche für das Fahrzeug hier, für den VW. Dann haben wir einen Fahrqualifizierungsnachweis für den Bus, den wir brauchen. Dann haben wir den Führerausweis für Triebfahrzeugführende, für das Tram, der jetzt eigentlich relativ neu ist. Zudem gibt es aber noch ein Zusatzblatt vom UVEC, wo man sagt, was ich darf fahren, welches Tram, welches Tramtyp. Dann haben wir bei uns im Netz in der Kontrolle unseren Kontrollausweis. Also wenn du gehst, die Leute kontrollieren? Richtig, genau. Und zusätzlich intern unseren Personalausweis, wo wir überall in unsere Gebäude hineinkommen. Ein Troubleshooter muss also praktisch alles können. Man muss die Fahrzeuge von der VBZ fahren, sei das Bus oder Tram, aber man muss es auch flicken. Über das Funkgerät hat Marc Häberli die Meldung bekommen, die Türen von dem Tram seien kaputt. Sie gehen auf und zu, wann immer sie will. Es war kaputt. Ja, es gibt keinen Schliessbefehl, also respektive die Türen bleiben offen. Und darum können wir sie jetzt nicht mehr bedienen von vorne. Also, wir haben sie jetzt ganz ausgeschaltet, stromlos gemacht. Sehr wahrscheinlich werden sie jetzt den Strom auswechseln. Damit so Reparaturarbeiten effizient erledigt werden können, muss man natürlich ausgerüstet sein. Der Troubleshooter ist darum für fast jedes Problem ausgerüstet. Ja, wir haben ab und zu noch herrlose Hunde auf den Fahrzeugen. Und dass wir die können eben einfangen können, haben wir Hundeleinen drin. Dann können wir so die Hunde eigentlich problemlos auf die Wache bringen. Und ja, wir müssen das nicht irgendwie sonst mit irgendetwas machen. Also von dem her ist das noch eine gute Sache, die wir hier haben. Also, da noch mit Robidog Safety, also voll ausgerüstet, falls noch irgendetwas passiert unterwegs. Der nächste Fall. Ein Stromabnehmer von einem Trolleybus ist aus der Leitung gefallen. Für den Marc Häberli kein Problem. Es wird abig und dunkel. Und wenn es dunkel wird, braucht man Licht. Und das hat der Bus genau nicht mehr. Ein Fall für den Troubleshooter also. Auch da, mit dem richtigen Werkzeug und der nötigen Erfahrung, ist das Problem schnell behoben. So Fall hat man immer wieder. Doch ab und zu gibt es auch ganz spezielle Probleme.
Also gibt es eigentlich zwei kuriose Einsätze als Serviceleiter, die ich mich jetzt gerade spontan erinnere. Das eine war auf der Linie, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Linie 5 gewesen. Nach dem Bahnhof Engi, wo eine Kollision war mit einem PW. Und als ich angekommen bin, sehe ich einfach nur, wie eine ganze Tür von unserem Tram am Boden liegt. Also, das war doch recht speziell, wo es eigentlich nicht Alltag gibt, wo das Tram eine ganze Tür verliert und dann einfach so auf der Straße am Boden liegt. Also, das war schon eine recht kuriose Situation. Und das andere war, das ist noch nicht so lange her, das war in Schwammeringen draussen, auf der Linie 7. Dort hat ein PW-Kollision mit dem Tram gehabt, und zwar war das ein gasbetriebenes Auto, wo dann schlussendlich auch noch das Gas austreten ist, wo wir vor Ort gekommen sind. Also ich habe dann der Polizei mitgeteilt, dass dann eben dort halt noch Gas austritt, und dann ist dann das grosse Aha-Erlebnis gekommen, und Feuerwehr ist aufgeboten worden, und ja, recht noch massive Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen worden. Und ja, ich denke, das wird auch in Zukunft vielleicht auch noch vermehrt ein bisschen so auf uns zukommen, dass mit den ganzen Technologien auch, dass noch eine spezielle Situation auf uns zukommt. Weil die Gasautos oder auch Elektroautos sind halt doch auch noch spezielle Fahrzeuge, die auch bei Kollisionen halt mit unseren Fahrzeugen dann doch auch noch speziell sind. Also von dem her, das war noch recht kurios gewesen, ja, dass dort noch das Gasauto Kollision gehabt, wo dann noch schlussendlich auch noch das Gas eben ausgetreten ist und die verletzte Person noch im Auto gesessen ist. Also das ist denn schon. Ja, das erlebt man nicht Alltag. Ja. Heute ist aber Alltag und gegen den Abend wird es ruhiger, die Bus und Tram fahren ohne Probleme und der Troubleshooter ist arbeitslos. Der Mark Heberli zeigt mir darum gerade spontan, wie das ein Tramweiche funktioniert. Also wenn ein Tram drüber fährt, dann sieht man eigentlich, wie da die Kreisläufe hochgehen und so dann die Weiche befahren wird. Oder? Und die beiden müssen immer auf grün sein, dann ist eine Weiche frei. Jetzt sieht man zum Beispiel, jetzt kommt das Tram, befahrt die Weiche. Auf beiden Kreisen. Jetzt ist sie verriegelt. Und jetzt ist das Tram durch und jetzt schaltet es wieder auf grün und jetzt könnte das nächste Tram kommen. Jetzt ist sie wieder frei fürs nächste Tram. Könntest du jetzt eine Weiche auch von da flicken? Also. Wenn sie elektronisch ein Problem hat, schon. Also ich kann sie von hier sicherstellen. Ich kann sie von hier entriegeln. Also von dem her ist kein Problem. Aber flicken in dem Sinn, also man kann sie aus- und einschalten. Ja. Und eben von dem her, ich sehe, was für einen elektronischen Fehler sie hat. Es ist 2:30 in der Nacht. Wir fahren zurück ins Depot. Unsere Schicht ist fertig und ich ehrlich gesagt auch. Auch wenn nicht so viel gelaufen ist, ich bin recht müde und erschöpft von dieser Schicht gewesen. Für den Mark Heberli ein weiterer Tag als VBZ-Troubleshooter. Jetzt gehe ich natürlich heim und schlafen. Morgen habe ich jetzt nochmal Spätdienst, das heisst um 4 Uhr anfangen. Und somit habe ich auch genug Ruhezeit. Das ist eigentlich kein Problem. Aber jetzt gehe ich sicher heim schlafen.